Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, zu Chocobo Ranch wollten wir gehen. Stimmt, da waren wir ja stehen geblieben. Kommt, Leute. Auf geht's. Aufgabenziel: Chocobo-Freunde. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Auf geht's. Ich hab Bock darauf, die Chocobos zu sehen. Da kann man vielleicht das erste Mal darauf reiten. Endlich! So, da sind wir endlich bei der Chocobo-Farm. Cool. Laufsteigen. Ich will sie angucken gehen. Bitte. Gehen wir doch mal da. Riecht ihr das auch? Ein hoffnungsloser Fall. Boah. Selten so einen Chocobo-Narren gesehen. Ah, super. Was ist das denn? Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das sind die Jagdaufträge. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Es war ja so klar. Kommt eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Was willst du denn wissen? Zeig mal. Aha, Nögelfug hier. Parkplätze. Ortschaften. Und einige Schätze. Super. Dann wie wäre es mit einer Tüte gesunder Gizzard-Chips? Oh, lecker. Und kühler Smoothie und Witz-Sandwich. Super. Jagd. Diese Biester machen uns schwer zu schaffen. Der muss wahrscheinlich das annehmen, oder? Verstehe ich schon richtig. Der Schrecken von Duskay, Stufe 15. Nebelauge. Im Nebelwald lebt er, hat keine Bedingungen, Kopfgeld. Wow, 3022 Giel. Das kann man gut gebrauchen. Zwei Jagdmarken. Und Amethystarmband. Ja. Machen wir. Bist du da sicher? Oh ja, ganz sicher. Lasst euch nur nicht unterkriegen. Kommen wir schon hin, kein Ding. Was ist das denn? Nockt, sieh mal hier. Was gibt's? Jetzt schon wieder. Ja, Ereignis. Chocobo Futter für übergewichtige Vögel, entwickelt von Witz. Was ist denn das? Diätfraß? Was guckst du mich dabei so an? Oh, da ist noch was zum Suchen. Was ist das? Gott, überall was zum Lesen. Aus der Kosmogonie die Kanagi. Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott nach Tenebred niederstieg, wo er eine Frau erwählte und ihr die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heiligen Kräfte setzte sie fortan ein, um Nöte zu lindern und das Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Interessant. Man hat mir noch was. Witz Chocobo Ranch. Zur Erhaltung und Züchtung von Chocobos gegründet ist Witz Chocobo Ranch ein beliebter Ausflugort, an dem man auf Tuchfühlung mit den flauschigen Reitvögeln gehen kann. Von Chocobo-Fütterungen über Ausritte bis zu berühmten Rennen. Vogelfreunde kommen auf der Ranch voll auf ihre Kosten. In den Wäldern von Duskay wimmelt es einst von Chocobo-Herden. Doch wilde Tiere und Siecher haben ihre Bestände in den letzten Jahren an den Rand des Aussterbens gebracht. Die Jägerzentrale versucht zwar mit gezielten Jagden gegenzusteuern, doch um verletzte Chocobos von ihrer Herden getrennte Jungtiere konnten sich die Jäger nicht kümmern.
zum Glück trat Witz auf den Plan und schuf mit einer Chocobo Ranch einen Zufluchtsort für die putzigen Tiere. Sonst wären Luzes wohl kaum noch einer der Vögel zu sehen und die traditionsreichen Rennen, die schon am Königshofe gepflegt wurden, waren längst Geschichte. Oh, ja dann. Noch was Schönes. Oh, eine Phönixfeder. Okay, dann gehen wir mal das Kay umbringen, dieses Nebelauge. Können wir das hinkriegen? Ups. Leute, ich will da nicht unbedingt allein gehen, danke. Nur noch rausfinden, wie wir da reinkommen. Wahrscheinlich einmal um die ganze Bude rumlaufen, so wie es aussieht. Die Jagdsaison ist eröffnet. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Was ist das denn? Ade. Ah, sieh schon. Schluss mit dem Elend. Bam! Weg mit dir. Gehen wir. Ja, ja. Oh, ich glaube, da kommen wir gleich rein, so wie das aussieht, oder? Ja, sieh mal einen an. Wir haben den Weg gefunden. Was so? Irgendwas stimmt nicht. Weiter. Wollen wir dahin? Das hört sich nicht so geil an. Das hört sich nach Tod an. Scheiße. Das kann ja lustig werden. Okay, ich glaube, mit dem Viech ist nicht zu spaßen, ne? In dem Fall müssen wir hier durch. Noch mehr von den Viechern. Das lässt. Klappe zu, Monster tot. Die Wirkung eines Toxins. Bam! Sehr gut. Schöne Kombo. Ich komm zurück. Da wären wir also. Und wieder einen ausgenockt. Das war einfach. Und wieder einer ausgenockt. Oh Gott. Prompter, deine Flachwitze sind genauso schlimm wie meine. Oh, herrlich. Ganz, ganz herrlich. Wirklich. So, was haben wir da Schönes? Alter, ich bin vergiftet. Ah, noch mehr Schnurrhaare von den Viechern. Habe ich irgendetwas gegen Gift? Ich bin mir nicht sicher. Eidgift. Oh, toll, da müsste ich uns beide separat. Das ist ein Dreck. So, weiter geht's. Da hinten, eine Sackgasse. Gibt's da was zu sehen? Oh, was zu lesen. Und noch was zum Einsammeln. Biermochhorn. Der Nebelwald. Westlich des Malachi-Hügels liegt der Nebelwald. Ein Hain, der unabhängig von Tageszeit und Witterung in Nebel gehüllt zu sein scheint. Verlässt man jetzt Chocobo Ranch und folgt dem Pfad in den Norden, gelangt man zunächst in eine seltsame Anordnung von Felsen, die den Eingang zum Wald säumen. Je tiefer man sich hineinwagt, desto dichter wird der Nebel. Die alten Blechhütten erinnern noch immer daran, dass die luzische Armee diesen Ort vor langer Zeit als Trainingsplatz für die Ausbildung junger Soldaten nutzte. Wagen wir uns weiter fort in diesem Nebelwald, wo man nichts sieht.
überhaupt nicht gruselig oder so. Was ist denn hier? Da müssen wir durchkriechen. Claudio geht mutig voran. Muss nicht das leise sein? Oh Gott. Du Heilige. Ehrlich gesagt wollte ich da nur ungern durch. Ja, das erklärt seinen Namen, weil auf einem Auge ist er blind. Aber Alter, ich will doch nicht gegen den kämpfen. Also, dieser Auftrag ist ja lebensmüde. Ach du Heilige, das kann ja lustig werden. Können wir das überhaupt überleben? Noch was zum Entdecken. Was ist da? Nochmal Schnurrhaare. Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts. Aus dem toten Winkel. Gute Idee. Das ist schon mal eine Taktik. Ups. Bin da etwas vorsichtig. Was willst du da durch? Oh, ich hab Angst, demnächst schon zu begegnen, ne? Ich glaube, das wird nicht lustig, gegen den zu kämpfen, ganz ehrlich. Und wie groß der bitte ist! Und der scheint richtig wütend zu sein. Aggressiv und so. Der will keine Freude haben. Oh. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Obwohl ich das nicht möchte. Ich bin etwas leise, weil. Da ist er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. Oh Mann. Folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt und du ihn aus dem Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Alles klar, okay. Alter. Ups.
Gott, wie nah darf man denn an den rangehen, ohne dass er uns bemerkt? Alter. Aber schon mega Respekt von dem Riesenvieh, ne? Der ist nicht so wie die anderen Gegner, die wir bisher hatten. Der ist schon eine Nummer größer. Alter, ist das nebelig hier. Man sieht einfach nichts. Langsam hinterher, ohne dass er uns bemerkt. Weiter geht's. Alter, wo ist denn sein Nest? Läuft hier ein halbes Labyrinth. Sind wir jetzt endlich da? Irgendwie nicht so angenehm hier. Ganz unauffällig. So, ich hoffe, wir haben gleich ihn und sein Nest gefunden. Und ich hoffe, wir schaffen den überhaupt. Wir sind hoffentlich schon genug stark, weil... Ja. Ich glaube, der ist ziemlich stark. Komm schon. Ist gerade umgeknickt. Das Nebelaugesversteck erreicht. Zwänge dich durch die Felsspalten und betritt die Ruinen. Ich will das nicht. Himmel, Herrgott. Wieso bin ich hier unten eigentlich alleine? Aber nicht, dass ich alleine bleibe. Ja, ja genau, die sind schon da. So viel dazu. So viel dazu. Speichern kann ich natürlich nicht. Wieso auch? Wäre zu leicht. Ah, toll, da kann man sich nochmal auftanken. Das ist immer so ein Zeichen im Spiel, wenn du irgendwo Items findest, mit denen du dich ausrüsten kannst oder Tränke, viel Leben oder so, dann weißt du, es steht dir was bevor. Nebelauge besiegen. Yeah. Weißt du überhaupt? Na, ganz tolles Timing. So, Leute. Ihr seht in der nächsten Folge, wie wir Nebelauge besiegen. Hoffentlich. Es tut mir leid, es ist wirklich nicht gar passend für einen Unterbruch. Aber dann ist es umso spannender zu sehen, wie wir in der nächsten Folge uns schlagen werden. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Final Fantasy XV. Tschüss!